Mein Name ist Rainer Krudi und ich habe mich immer wieder gefragt, warum können die wenigsten von uns Gefühle wie Angst, Wut, Stress, Ärger einfach so wegdenken? Wenn es so einfach wäre, die wegzudenken, dann würde es uns allen gut gehen, ständig. Ist aber wahrscheinlich nicht so, oder? Aber Emotionsregulation, Emotionsmanagement ist eine Kernkompetenz. Aber was dabei meistens übersehen wird, Emotionsregulation braucht den Körper. Weil unser Körper ist die Spielwiese von unseren Emotionen. Ihr kennt es. Die Wut im Bauch, die Angst im Nacken, Herzrasen, Schwitzen, feuchte Hände. All das passiert im Körper. Außerdem sendet unser Körper, das haben wir vorher schon bei dem ersten Vortrag gehört, ganz viele Informationen an unser Gehirn. Und diese Informationen werden vom Gehirn nicht nur verstanden. Unser Gehirn hört auf diese Informationen, die der Körper sendet. Und ein Organ, das ganz wesentliche Informationen an unser Gehirn sendet, ist neben dem Darm unser Herz. Unser Herz ist kein Metronom. Die Abstände zwischen aufeinanderfolgenden Herzschlägen, die variieren kontinuierlich. Und daraus entsteht ein Muster. Und dieses Muster kann chaotisch sein oder harmonisch. Und über dieses Muster kommuniziert unser Herz mit unserem Gehirn wie eine Art Morsecode. Chaotische Muster verstärken die negative Emotionsspirale und blockieren unsere Denkleistung. Harmonische Muster hingegen stoppen die Stressreaktion, sorgen dafür, dass wir cool und gelassen bleiben. Und sie helfen uns, klar zu denken. Aber wie mache ich das denn eigentlich? Wie kann ich denn eigentlich aus einem chaotischen Muster ein harmonisches Muster machen? Es geht ganz einfach. Ich muss mich mit meinem Herzen in Verbindung setzen. Durch zwei einfache Schritte. Der erste Schritt, Herzfokus. Ich gehe mit meiner Aufmerksamkeit ganz einfach in meine Herzregion. Hierhin zu meinem Brustbein. Da befindet sich nämlich mein Herz. Und der zweite Schritt, Herzatmung. Ich stelle mir ganz einfach vor, wie ich durch meine Herzgegend ein- und ausatme. Am Anfang ist es gut, vielleicht die Augen zu schließen, wenn man die Übung neu macht. Mit der Zeit geht es mit offenen Augen. Herzfokus, Herzatmung. Wer das nachher mal sehen machen möchte, wie das aussieht, ich habe draußen dann ein Biofeedback-System dabei, da können wir uns das mal anschauen. Diese Übung ist es sinnvoll, regelmäßig zu machen, auch wenn man keinen Stress hat, um sie zu üben. Dann auf jeden Fall vor jeder Lerneinheit. Vorprüfungen, Inprüfungen, um sich immer wieder in den inneren Ausgleich zu bringen, um immer wieder dafür zu sorgen, dass man seine optimalen Denkleistungen hat. In den Niederlanden gab es ein riesengroßes Projekt, 34.000 Polizisten haben genau diese Methode gelernt, um auch in schwierigen Situationen die Übersicht zu behalten und klaren Kopf zu bewahren. Finnische Spezialeinheiten, französische Piloten, Olympiateams nutzen genau diese Technik, weil sie wissen, keep your cool braucht das Herz. Herzfokus, Herzatmung. Vielen Dank.